Boomer Deepfake, Victim Blaming bei der Polizei und ein neues Militärtenue. Beta Show Weekly, der satirische Wochenrückblick. Um einen Skandal reicher sind die USA. Die Mutter von einer Cheerleaderin hat auch ihre Mitschülerinnen mit Deepfake-Bildern erpresst. Ihr Ziel war es, die Rivalinnen von ihrer Tochter so aus dem Team zu werfen. Es ist noch nicht ganz klar, wem die Mutter damit genau einen Gefallen machen wollte. Aber immerhin mal ein Elternteil, der sich mit den neuen Medien auskennt. Wobei, Achtung, wenn wir jetzt schon Deepfakes produzieren können, dann sind wir verloren. Noch nicht ganz verloren ist Europa. Es sieht aber nicht besonders gut aus. Dürre und Hitzewellen werden in Europa immer heftiger. Wir haben das Thema auf der Redaktion ja lang diskutiert und dann trotzdem gefunden, ein ziemlich trockenes Thema. Eher kontraproduktiv sind auch die laufenden Debatten zum Klimaschutz in der Politik. So entsteht ja nur noch mehr heiße Luft. Das immer heißere Klima ist auch Grund für die folgende Schlagzeile über die Zukunft von unserem Gewässer. Schweizer Flüsse drohen nur noch gut halb so viel Wasser zu führen. Wo ist denn das Problem? Wir zapfen doch einfach die Wasserquellen im Ausland an. Das Know-how haben wir ja schon. Bei uns steht schließlich der Nestle-Hauptsitz. Und damit zeigt sich einmal mehr. Alles richtig gemacht, Nestle. Nicht ganz alles richtig gemacht hat für die St. Galler Polizei. Ein Frauenrotgeber von der Kapo St. Gallen sorgt für einen Shitstorm. Tipps im Rotgeber sind teilweise pures Victim-Blaming. Zum Beispiel die Aussage. Treten Sie stets selbstbewusst auf. Frauen, die Selbstbewusstsein ausstrahlen, werden weniger belästigt als verschreckte Frauen, die unsicher nach Hause huschen. Ja, wie sollen denn die verschreckten Frauen in Zukunft selbstbewusst daheim huschen? Vielleicht am 2 Uhr morgen mit dem Ghetto-Blaster unter dem Arm die ganze Nachbarschaft aufwecken? Also werden ab jetzt solche Lärmklagen nicht mehr geahndet? So ganz im Sinn vom Frauenschutz? Aber zurück zum Rotgeber. Schon allein der Titel «Frauen allein unterwegs». Soll das eine neue Flagge sein von Kevin allein zu Hause? Kevin! Und egal, ob du oft allein daheim bist oder nicht, unsere Weeklies sorgen auf jeden Fall für beste Unterhaltung. Darum lass uns ein Abo da und drück die Glocke. Nicht beim Kevin daheim, sondern im Bundeshaus, weil wir den richtigen Riecher haben, wenn es um Corona-Bekämpfung geht. Tierische Unterstützung gegen das Virus. Der Bundesrat liebäugelt mit Corona-Spürhunden. Ich frage mich ja schon, was besser ist. Ein Stab in der Nase oder eine Hundeschnauze im Foodie? Fürs Training gibt es schon mal ein innovatives Produkt. Hunde-Cookies mit Corona-Geschmack. Apropos Corona. Corona-Schock in Österreich. Jahresrekord trotz harter Massnahmen. Vergangenen Mittwoch sind so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie im Jahr 2021 gemeldet worden. Passt doch! Pünktlich zum 1-Jahr-Jubiläum gibt es den Jahresrekord. Aber wie haben die das wieder anbekommen? Haben sie plötzlich alle ihre Kinder aus dem Keller gelassen? Oder sind auch die Pisten wieder offen in Ischgl? Ja, wir wollen alle wieder nach Ischgl und vorbei die Einsamkeit. Vorbei ist auch der tolerante Umgang mit denen, die keine Maske anziehen wollen. Die Migros gibt Maskenverweigerer 5 Jahre Hausverbot. Okay, aber so lange wird Corona doch bitte auch nicht mehr gehen. Hoffentlich vergesse ich bei meinem nächsten Einkauf in der Migros meine Maske nicht. Sonst muss ich ab jetzt beim Kobi kaufen. Oder noch schlimmer, beim Aldi. Wo würdest du auf keinen Fall einkaufen? Schreib es uns unbedingt in die Kommentare. Nicht nur der Umgang mit Maskenabstinenten, sondern auch das Aussehen der Militäruniform soll sich ändern. Eine Politikerin will die mausgraue Ausgangsuniform verbannen. Mit einem modern geschnittenen Töni will die Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller die Armee speziell für Frauen attraktiver machen. Kaum hat der Burka-Verbotsfan Binder-Keller die Abstimmung gewonnen, macht sie sich jetzt also schon ans nächste Kleidungsstück. Und der neue Slogan der Armee ist damit wohl definitiv gesetzt. Die Armee zieht an. Die Armee für Frauen attraktiver machen? Oder geht es vielleicht doch darum, die Frauen attraktiver für die Armee zu machen? Auf jeden Fall immer attraktiv ist unser Weekly. Darum like das Video, lohnt ein Abo da und drückt die Glocke. Und vergiss nicht, uns in den Kommentaren zu schreiben, wo du auf keinen Fall würdest einkaufen. Mit dieser Folge schließen wir die zweite Staffel vom Weekly ab. Falls du nicht bis zum Start der dritten warten willst, findest du hier unsere Fails und einen Blick hinter die Kulissen von uns.